Ja, ich glaube, es ist uns gelungen, ein recht spannendes, abwechslungsreiches Programm hier zu gestalten. Es geht nicht nur um Berge, sondern um Menschen, Abenteuer. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man Berge erklimmen kann oder wieder runterspringen oder fliegen. Und recht viele dieser Sportarten werden wir die Woche in St. Anton sehen. Meine persönlichen Highlights sind natürlich der Eröffnungsabend im Beat Kammerlander, wo es zwei Filme gibt. Dann Dean Potter, der was einen neuen Film mitbringt aus Amerika, The Aerialist. Das ist sicher ein Highlight. Und dann gibt es halt so dieses gewisse Schmankerl, also ich glaube die Karakorum-Expedition von 1909. Sowas sieht man sicher nicht alle Tage. Und dazwischen gibt es Tiroler Produktionen. Es gibt so viel, ich glaube, es ist heuer recht alles ziemlich gut. Ich möchte keinen Film verpassen. Ja, im Alrock, drüben in der Kletterhalle, gibt es auch heuer Workshops. Meine Workshops, das sind glaube ich Donnerstag und Samstag. Und Boulder-Workshops bei mir laufen meistens so ab, es hängt nur von den Leuten ab, was kommen. Und dann tue ich mich miteinander gemütlich bouldern oder Tricks, eher Spiele machen mit Kindern. Und wer dann wirklich Tipps haben will über Training oder Spezialsachen, dann kann man normal mit mir darüber reden. Und beim Beat und die Angie und der Markus Bendler, die machen auch Workshops und da wird es halt sicher mehr um Seiltechnik und Training gehen und das ganze Gehandhabe. Aber ich glaube, jeder kann sich da Tipps holen von Profis und man kann fragen, was man will, weil wenn man sie so hautnah da hat, muss man es ausnutzen. Die Shorts von mir, das waren eher Jux-Aktionen, dass man es gefilmt hat. Ich habe zwar immer eine Kamera dabei, aber ich bin zu faul oder ich habe nicht die Muße, das noch immer aufzustellen. Aber die zwei Sachen oder die drei Sachen, was kommen, sind voll geil, weil zwei Boulder gehören zu den schwersten der Welt. Also da haben die Leute 5, 6 Jahre gewartet, bis es mal wiederholt und ich habe heuer eine recht gute Saison gehabt. Und bei Endlinger, das ist der Originaldurchstieg, sowas gibt es selten bei so einem schweren Boulder. Nein, das sind die schönsten Sachen, was ich letzten Winter gemacht habe und gehören eigentlich zu den, das sind die schwersten Boulders auf der Welt, was es gibt, zusammen mit meinen eigenen Erstbegehungen. Puh. Wie es mir geht mit dem Moderieren, hey. Eigentlich mag ich das überhaupt nicht, glaube ich, habe ich auch gesagt. Und jetzt, das ist so ein bisschen mein innerer Schweinehund, ich muss da einfach üben. Ich hoffe, es wird jedes Jahr besser, aber es ist schon immer eine Challenge da, wo Leute hingehen und dann rede ich eh nur das, was ich gerne mache, aber es ist nicht so leicht.